Widersteinrunde mit Besteigung des Widersteins. Die Route ging vom Parkplatz in Bad über die Berghundhütte, Berghundalpe, Hochalpass, Besteigung des großen Widersteins, Widersteinhütte, Gemstelpass, Alpwirtschaft Gemstel und zurück über das Kleinwalsertal nach Bad. Vom Parkplatz in Bad geht es los auf einem gemütlichen Wanderweg zur Berghundhütte. Der Weiterweg von der Berghundhütte zur Berghundalpe wird zunehmend alpiner und steiler, ist aber sehr schön. Der Weiterweg von der Berghundalpe zum Hochalpass auf knapp 2000 Meter ist landschaftlich sehr schön. Anfang Juli gab es noch vereinzelte Schneefelder entlang des Weges. Oben am Hochalpass ist der Gipfelaufbau des Widersteins schon deutlich erkennbar. Ab dem Hochalpass empfiehlt es sich, einen Helm aufzuziehen. Durch das lose Geröll und die Steilheit des Geländes ist Steinschlag durch vorausgehende Wanderer nicht ausgeschlossen.
Der Weg zum Widersteingipfel ist hochalpin und erfordert Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Klettern im ersten Grad. Der Weg zieht sich und ist sehr steil. Es sind immerhin 600 Höhenmeter bis zum Gipfel zu überwinden. Anfang Juli gilt es hier, noch letzte Altschneefelder zu queren. Ausrutschen sollte man hier aber nicht.
Endlich geschafft. Angekommen auf dem Gipfel des großen Widersteins mit 2533 Meter Höhe. Übrigens dem höchsten Gipfel des Kleinwalsertals. Man beachte im Hintergrund das Segelflugzeug. Und es geht wieder hinunter. Auch beim Abstieg ist höchste Konzentration angesagt. Hier kann man leicht abrutschen und in dem steilen Gelände abstürzen.